Also ich finde, der Tommy Koch war ein ewig guter Spieler für den KAC. Und ich weiß, dass das der Lieblingsspieler von meinem Papa war. Und da hat sie absolut recht, ist eine Legende und war zur Autogrammstunde in der Heidi Horten Arena zu Gast, Marc. Und das ist jedes Mal schön, wenn er da ist, Thomas Koch. Unglaublich, ja. Stress am Hallendach, unter dem Hallendach, der hängt, das ist natürlich eine Legende, so wie du es gesagt hast. Und schön, dass er Autogramme geschrieben hat. Und damit willkommen zu Rotjacken TV, das Magazin. Und wir steigen gleich in die Analyse, Marc, der ECK hat sie gewinnt, 12:0. Und jetzt pass auf, was war denn heute der Türöffner? Bitte nach innen. Ah, nach innen. Pass auf, ist rutschig. Ich weiß schon. Ja, unglaublicher Sieg. Ist echt schwierig zu sagen. Ambitionierter KAC, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber Jungs aus Asiago waren sehr, sehr passiv, formulieren wir sehr höflich. Goli kann man da keine Schuld geben, den Torhüter bei 12:0 ist die Mannschaft. Schuld, die sind mit einem kleinen Kader gekommen, 7 Stammspieler nicht dabei, aber trotzdem, das darf keine Ausrede sein, haben fast nichts fürs Spiel getan, haben sie hinten reingestellt und haben aber das nicht gut gemacht, waren viel zu weit weg beim Mann und haben irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, so das Spiel über sich ergehen lassen. Ja, hat man das Gefühl und gehabt, ja. Der KAC hat gleich einmal angeschrieben und dann ist er hingegangen mit der Lawine. War ein bisschen gnadenlos. Und die Lawine und 12 Tore werden wir nicht im Einzelnen analysieren. Aber trotzdem, über ein paar Leute muss man reden heute. Lukas Haudum, wenn der 4-mal trifft, um Gottes Willen. Ja, ist natürlich schön. Auch wichtig. Viele, viele Tore, sehr schöne dabei gewesen, aber du hast recht, ja. Aber wir müssen dann auch beispielsweise reden, alle können wir nicht erwähnen. Und ich weiß gar nicht, ob ich die ganzen Punkte da richtig aufgeschrieben habe. Paul Postmann mit einem 5-Punkte-Spiel, 2 Tore, 3 Assists. Johannes Bischofberger, wieder 2 Tore erzielt. Der hat jetzt 11 Tore in den letzten 12 Spielen erzielt. Das ist ja unglaublich. Ja. Dann können wir auch über Matt Fraser sprechen, der auch im Doppelpack getroffen hat und. Der Kapitän hat getroffen. Im Powerplay ist angeschrieben worden. Ein Powerplay für den KAC, ein Treffer. Und über Sebastian Dahm müssen wir natürlich auch reden, weil wenn die Null steht, auch bei so einem Spiel, ist das immer super schön für den Torhüter. Aber das Gute ist, Marc, über ihn müssen wir nicht reden. Mit ihm können wir reden und zwar direkt nach dem Spiel. Dein Eindruck vom Spiel? Ja, ich muss einfach sagen, wieder unglaubliche Stimmung hier in der Halle. Vielen Dank, Fans, das ist unglaublich. Das ist so eine Unterstützung für uns. Beide Seiten da auch. Vielen Dank. Wir spielen einfach hier mit so viel Selbstvertrauen dieses Jahr. Und dann ist es viel einfacher, das muss ich sagen. Selbstvertrauen ist ein gutes Stichwort. Gratulation dir zum Shutout. Wie schön ist es für einen Torhüter zu Null zu spielen? Ah, das ist schön, das ist sehr schön. Also wichtig für mich ist die Siege für die Mannschaft. Wir haben mehr in Folge jetzt, wir haben auch früher 6 in Folge. So, wir versuchen das zu schlagen, ja. Abschließende Frage, Sebastian. Ganz ehrlich, was ist das schönere Spiel? 12:0 zu gewinnen oder ein knapper 3:2 aus der Goalie-Sicht? 1:0 ist das beste Sieg. Also die Aussage, Marc, wundert mich nicht mehr, Torhüter, das ist der lieber als der Nuller, der wird ja fast wahrscheinlich ein Mitleid gehabt haben. Ja, gelacht hat. Ja, voll, ganz auf Spitz. Aber es geht ihm gut und das Publikum hat auch gelobt, das ist natürlich gut. Es waren so schöne Bilder heute wieder, oder? In der Arena. Ja, weiß ich schon, das taugt mir. Hast du wohin? Ja, sag du an, bitte. Bilder des Spieltags, jetzt. Do you know? Do you know? Do you feel? Do you know? Do you know?
KC heute hat es ein bisschen ein leichtes Spiel gehabt, muss man sagen, gegen Asiago mit dem 12:0 Mark. Nicht so leichtes Spiel haben unsere zwei Protagonisten gehabt. Gefährlich. Maximilian Breimel. Das ist ein gemeines Spiel. Raphael Herburger, der hardest Smalltalk, unser Tontechniker, dieser Teufelskerl im Hintergrund, hat wieder gedreht an den Schrauben. Aber schaut sich das selber an. Ja, willkommen zu unserem Spiel mit unseren Gästen heute, mit Raffi Herburger und Maxi Breimel. Und das Spiel heißt der härteste Smalltalk der Welt. Und das sind nicht die Themen, die das Ding so hart machen, sondern unsere kleine, aber feine Effektmaschine. Seid ihr bereit, Jungs? Ja. Los geht's. Raffi, wo hast du deinen letzten Urlaub verbracht? Boah, das ist schon ewig her. In Spanien im Juli. Okay. War sehr schön. Viel Sonne. Wie viel Tag warst? Sieben Tag. Okay. So Maxi. Welche ist deine Lieblingsspeise? Und kochst du selbst? Also kochen tue ich eher weniger, das macht immer die Mama für mich. Aber am besten ist bei der Oma am Sonntag ein Schweinsbraten. Sehr lecker. Welcher war der schönste Moment in deiner bisherigen Karriere? Ein, zwei Meistertitel mit dem KC waren schon nicht so schlecht, würde ich sagen. Okay. So Maxi. Welche sind deine Stärken und deine Schwächen? Also beim Eishockey bin einer, der was hart spielt, einen guten Schuss hat. Und die Schwächen sind eher, wenn ich oft einmal zu viele Sachen probiere, dann geht das nach hinten los. Ja, sehr gut. Raffi, welche sind deine Hobbys und warum? Ich mag sehr gerne essen. Und ich koche sehr gerne. Okay. Und ab und zu gehe gern Skifahren. Okay, wohin gehst du immer Skifahren? Das weiß ich gar nicht mehr. Welche TV-Serie oder welchen Film magst du besonders gerne? Also zurzeit schaue ich auf Netflix The Rookies, aber meine Lieblings-TV-Serie ist Rotjacken TV. Ja, genau. Der war aufgelegt, ne? Ja. Danke, Jungs. Boah, ist das zart. Hat er sagen müssen, haben wir gebrieft, Maximilian Breimel. Sehr brav, Maxi. Gute Sendung, guten Stil hat er auf jeden Fall. Thomas Koch, haben wir heute schon angesprochen, war ja heute da vor dem Spiel in den Drittelpausen. Und dann ist natürlich sie nicht weit weg, unsere Ringside-Reporterin auf Englisch. Hast du es auf Englisch? Ja, passt schon. Kann man schon so sagen. Ringside-Reporterin Nadine, auf zu dir. Seit einigen Wochen hängt jetzt die Nummer 18 unterm Hallendach von der Heidi Horten Arena. Heute beim Heimspiel können sich die Fans Autogramme und Selfies mit Tommy Koch hier im Hintergrund abholen. Und wir haben eben diese Fans gefragt, was der Name Tommy Koch für sie bedeutet. Also mein erstes Trikot war von Tommy Koch. Weil er damals mein Lieblingsspieler war, es war 2012, 2013 und er ist einfach eine Legende in diesem Club. Boah, ein guter Eishockeyspieler, der was lang dabei war. Tommy Koch ist für den KC eigentlich eine sehr prägende Person. Also ich glaube, jeder, der an den KC denkt, denkt auch an den Tommy Koch. Ich habe selbst das Trikot von Tommy zu Hause, weil ich mir vor Jahren schon gedacht habe, der ist und bleibt eine Legende und das zahlt sich aus, wenn man da ein Trikot sich gönnt sozusagen. Ja, der Name Thomas Koch bedeutet für mich eine Legende, die lebende Legende für mich. Und sonst die 18 tragen wir immer trage im Herzen an. Also ich finde schon, dass der Koch immer da ist, im Team. Ja. Er war ein sehr guter Eishockeyspieler und mit ihm in unseren Herzen bleiben.
Wenn man denkt, was der geleistet hat, wie viele Tore geschossen hat, wenn er da mit beim Powerplay gestanden, auch nicht beim Bulli gestanden ist, war eine klare Sache. Der hat jedes Bulli gewonnen. Ja, ist natürlich eine schöne Ehre für mich, wenn noch immer so viele Fans sich anstellen und Autogramm von mir haben wollen. Bin ich auch gerne da und mache auch gerne und hoffentlich kann ich jeden befriedigen. Gibt es irgendein Erlebnis mit einem Fan, wo du mit einem Schmunzeln vielleicht zurückdenkst oder irgendwas, was da besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, jetzt sind sicher einige Gesichter, die ich über die Jahre immer wieder gesehen habe und da sind tolle Erinnerungen und die werde ich vergessen. Damals bei der Masterfeier 2011 bin ich über die Absperrung gehupft und habe dann ein Foto mit Thomas Koch gemacht. Aber leider habe ich das nicht mehr, weil es auf dem alten Handy war und jetzt mache ich heute ein neues. Unglaublich viele Fans, Marc, aber nicht wenig verwunderlich, oder? Ja, zu Recht. Absolut zu Recht. Sensationell. Und die wünschen wir uns auch am Freitag, Marc. Wir spielen gegen Innsbruck. Ja, ist ein langer Tag. Ist ein langer Tag. Aber was ich weiß, was mir jetzt sofort einfällt, die haben heute verloren, 2-0 gegen ACB Südtirol. Das heißt, die werden am Freitag richtig heiß sein, die Innsbrucker. Aufpassen. Ab in die Halle. Wird wieder eng. Und wir haben ein besonderes Zugteil, die weltbesten Snowboarderinnen und Snowboarder. Ja, die sind zu Gast, weil am Wochenende ist eben wieder Snowboard-Weltcup auf der Simonhöhe. Und da kommen sie zu uns in die Halle, da gibt es die Startnummernauslosung. Wenn ihr Bock habt, kommt ein bisschen früher zu uns in die Halle, schaut zu. Und die werden auch am Eiston stehen, haben wir gehört, Marc. Aha, super. Cool, oder? Kennst du ihn ganz Snowboard eigentlich? Oder von dir? Nein, da kenne ich mich nichts gut. Kennst du gar keinen? Nein. Benny Karl? Jawohl, kenne ich. Ja, Sabine Schöffmann? Ja, kenne ich auch. Alex Beyer? Ah, gehört schon, kenne ich. Dann kennst du alle. Ja, habe ich gesagt, dass ich keinen kenne.